Wir sind schon richtig professionell. Ja, wie man sieht, hier wird genäht, hier wird genäht, hier wird genäht. Und auch geschnippelt, aber in erster Linie, hier werden ohne Ende Masken produziert, die wir dringend brauchen, weil wir kriegen keine Masken irgendwo her so. Und insofern bin ich total dankbar, dass wir ganz viele fleißige, flinke Hände haben, die uns dabei unterstützen, dass unsere Mitarbeitenden überhaupt die Notbetreuung durchführen können. Denn noch haben wir keine Maskenpflicht in der Kita, in der Schule eigentlich schon. Wir sind noch nicht so ausgerichtet, dass wir, wenn wir alle auch Masken tragen müssen, das könnten und hätten als Arbeitgeber. Also großes Dankeschön an alle, die hier sitzen und die woanders sitzen und übrigens auch zu Hause. Einige sitzen im Homeoffice mit ihrer Nähmaschine. Tolle Arbeit. Ich weiß das gar nicht. Ich habe da ehrlich gesagt im Moment nicht den Überblick. Aber ich glaube, es sind so in der Nähwerkstatt, in der Waldstraße, so immer um die 10 bis 15 Personen, die hier Masken nähen. Und wie viele zu Hause in Homeoffice nähen, weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass ich jetzt keinen Quatsch hier erzähle. Da darf man protestieren. Ich habe vorhin nur, weil ich nebenan auch gearbeitet habe, im offenen Büro mit der offenen Tür gehört, dass es manchmal hier ein bisschen warm ist. Aber naja, die Versorgung, hoffe ich, mit Mittagessen passt noch. Es sollte eigentlich Mittagessen organisiert sein. Wenn das nicht ist, dann kümmere ich mich wieder drum, dann ist das scheinbar eingestellt oder vielleicht können wir auch nicht beliefert werden aus irgendwelchen Gründen. Aber ursprünglich hatte ich vorgesehen, dass es hier zumindest ein Mittagessen gibt. Und natürlich sind alle auch bislang und weiterhin auch vergütet. Ja, sehr gut. Also es ist hier ein angenehmes Klima, muss man wirklich sagen. Wir werden hier gut versorgt. Wir halten auch die ganzen Richtlinien ein, die Hygienevorschriften. Und ja, es macht richtig Spaß. Hallo, mein Name ist Fausta Lüth. Ich bin Mitarbeiterin von Adelbü 1 und bin eigentlich in der Schule tätig am Kind. Aber nachdem das leider im Moment nicht geht, bin ich hier in der Waldstraße gelandet und zwar in der Nähwerkstatt. Wir nähen hier Masken, nachdem ja jetzt gesetzlich die Vorgabe ist, dass wir alle Masken tragen sollen. Und auch für den Schutz der Kinder und der Mitarbeiter hatte Adelbü 1 die Idee, für jeden Mitarbeiter eine Maske zu nähen. Und das machen wir jetzt hier seit 2 Wochen. Es ist wunderschön, weil wir sind hier ein zusammengewürfeltes Team aus ganz vielen Bereichen. Und es macht einfach Spaß, hier was Sinnvolles zu produzieren, um ein gutes Gefühl zu haben. Also wir haben mit 4 Personen angefangen und haben gerade mal eine Maske herstellen können. Aber mittlerweile ist es so, dass wir hier mit 7 bis 8 Personen an der Nähmaschine nähen und also durchaus so zwischen 15 und 20 Masken jeder Mitarbeiter am Tag herstellen kann. Also wir sind schon richtig professionell. Ja, und nachdem wir keine Pädagogik am Kind ausüben dürfen, machen wir das an der Nähmaschine oder am Stoff. Thank you.